Hallo, meine lieben Freunde, euer Panipanik ist mal wieder am Start und ich heiße euch natürlich wieder mal herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Erst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch entschuldigen. Ich weiß, es kam jetzt viele Monate lang kein neues Video von mir. Das hatte auch bestimmte Gründe. Zum einen wegen der vielen Arbeit, die ich hatte. Da hatte ich schlicht und ergreifend keine Zeit, um irgendwie an neue Videos zu arbeiten. Und zum anderen, ja, bin ich einfach in so einen depressiven Trott hineingeraten, wo ich auch einfach keine große Lust hatte, Videotechnik irgendetwas zu machen. Aber ich bemühe mich jetzt wieder, dass es halt jetzt halt öfter mal neue Videos gibt. Also ich bin jetzt nicht weg vom Fenster, ich hatte nur einfach die letzte Zeit einfach wenig Lust und so gut wie keine Zeit, irgendwie neue Videos zu produzieren. Ich bemühe mich wirklich sehr, dass ich wenigstens einmal im Monat mal ein neues Video zustande bringe, aber dafür bin ich mit einem ganz besonderen Video heute da. Heute gibt es eine neue Folge Serientalk und heute sprechen wir über wahrscheinlich meine absolute Lieblings-Cartoon-Serie als Kind, nämlich heute sprechen wir über die Teenage Mutant Ninja Turtles. Eine Serie, die wahrscheinlich jeder irgendwann mal geguckt hat in seinem Leben, ob es jetzt die Originalserie von 1987 ist oder die Turtles-Serie, diese CGI-Serie von 2011. Das ist völlig Wumpe. Jeder ist irgendwann mal in seinem Leben mal in Kontakt mit den Turtles gekommen. Und ich will auch gleich vorneweg sagen, ich werde ausschließlich nur über die 1987er Turtles-Serie sprechen. Und dann die anderen Serien oder auch die Filme, die werde ich nur mal kurz ankratzen. Aber ansonsten spreche ich nur über die 87er Turtles-Serie. Einfach weil ich mit der aufgewachsen bin. So einfach ist der Käse. Ja, und jetzt, wo ihr wisst, worum es geht, ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Videogucken. Also, die Geschichte der Teenage Mutant Ninja Turtles begann mit zwei Comiczeichnern namens Kevin Eastman und Peter Laird. Diese beiden, die hatten sich zusammengetan und hatten ein eigenes kleines kleinen Comic-Verlag namens Mirage gegründet und die wollten einen Comic zeichnen, der so ein bisschen so eine kleine Parodie auf die X-Men, Daredevil oder auch Ronin sein sollte. Und so zeichnete, ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden das war, entweder war es der Kevin oder der Peter, einer von den beiden zeichnete nur aus Jux und Tollerei eine Schildkröte mit Binden im Gesicht und mit Nunchucks. Und die fanden diese Idee so geil, dass sie sich dachten, hey, warum konzipieren wir nicht einfach eine Story, wo wir eine ganze Gruppe solcher Schildkröten haben? Und so entstanden die Teenage Mutant Ninja Turtles. Doch worum geht es eigentlich in dieser Serie? Nun, wie gesagt, zuerst kam der Comic, der kam 1984 raus. Und in der Geschichte von den Teenage Mutant Ninja Turtles geht es um vier Schildkröten und eine Ratte, die mit einer mysteriösen Flüssigkeit namens Ooze in Berührung kommen. Das ist eine radioaktive Flüssigkeit. Oder es wird auch Mutagen genannt. Und dieses Mutagen verwandelt sowohl die Schildkröten als auch die Ratte in Mutanten. Und die Ratte, das ist Splinter.
Und der ist sowohl der Lehrmeister als auch der Ziehvater von den Turtles. Erst einmal hat er sich selber die Kunst des Ninjutsu, also Karate und so weiter, hat er sich beigebracht, indem er seinem alten Meister Hamato Yoshi zugeguckt hat beim Training. Und ja, er hat sich dadurch selber was abgeguckt, sodass er jetzt auch Karate beherrscht. Und Splinter hat dann daraufhin seinen vier Schützlingen, den Turtles, die hat er dann auch in die Kunst des Karate und Ninjutsu und was weiß ich, den hat er das auch beigebracht. Und ja, die Teenage Mutant Ninja Turtles, die bekämpfen dann nun das Böse. Vor allem ihren großen Erzfeind Shredder, der der Anführer des sogenannten Foot Clans ist. Ja, und der Comic, der kam super gut an. Und so wurde natürlich auch eine gewisse Spielzeugfirma namens Playmate auf die beiden Comiczeichner aufmerksam. Und die wollten gerne Spielzeuge von den Turtles machen, aber nur unter der Bedingung, dass die Turtles jugendfrei, dass die Turtles halt, ja, für die Kinder halt zugänglicher wird. Weil man muss auch dazu sagen, der Teenage Mutant Ninja Turtles Comic war noch ziemlich brutal. Ja, das ist wahrscheinlich das Brutalste, was es jemals von den Turtles gegeben hat. Erst einmal sahen die Turtles gar nicht mal so aus, wie man sie heute kennt. Alle vier hatten rote Bandanas um und man konnte sie halt nur durch ihre Waffen halt, konnte man halt erkennen, wer jetzt nun wer ist. Und zum anderen waren die Turtles ziemlich brutal. Sie haben geflucht, sie haben Alkohol getrunken und das Allerschlimmste, sie haben gemordet. Shredder zum Beispiel, ihren Erzfeind, den haben sie gleich im allerersten Comicband niedergestreckt und umgebracht, ne? Und die Firma Playmate hat halt gesagt, ja, wir würden gerne Spielzeugfiguren von den Turtles machen, aber nur unter der Bedingung, dass die Turtles jetzt quasi FSK 0 werden, ne? Und auch, dass sie verschiedenfarbige Bandanas kriegen. Und so kam das dann auch. Jeder der Turtles bekam dann sein eigenes Design, also seine eigene Farbe. Wir haben hier einmal Leonardo mit seinen Schwertern, der nun blaue Bandanas hat. Wir hatten dann Donatello mit seinem Bo, also mit seinem Kampfstock, mit seinen lila Bandana. Dann haben wir Michelangelo mit seinen Nunchucks und seinen orangenen Bandanas. Oh, die Nunchucks liegen aber ganz schön locker. Und lediglich Raphael mit seinen Seigabeln, der durfte seine roten Bandanas behalten. Ja. Und jedenfalls, nachdem die Turtles-Figuren nun da waren, dachte man sich auch, ja, jetzt müssen wir aber auch eine Trickfilmserie haben, um diese Spielzeuge besser vermarkten zu können. Man hat also mit den Teenage Mutant Ninja Turtles genau das gemacht, was man auch Jahre davor mit He-Man und den Masters of the Universe gemacht hat. Man ist zu einem Animationsstudio hingegangen, in dem Fall, also die ersten drei Staffeln der Teenage Mutant Ninja Turtles wurden noch von Toei Animation produziert. Das sind übrigens dieselben Leute, die für supergeile Anime-Serien wie Dragon Ball und One Piece verantwortlich sind. Und jedenfalls 1987 kam dann die wundervolle Trickfilmserie von Teenage Mutant Ninja Turtles heraus. Und diese Serie, die war einfach nur der absolute Hammer.
Nur bei uns in Europa musste man die Serie halt umbenennen in Teenage Mutant Hero Turtles, weil man der Meinung war, ja, Ninjas, das sind ja eigentlich Assassinen, also eigentlich Auftragsmörder. Und das Wort Ninja wäre somit nicht passend für eine Kindersendung. Und somit wurden halt aus den Ninja Turtles wurden halt die Hero Turtles hier bei uns in Europa. Und jedenfalls, ja, die Trickfilmserie spielt sich so ähnlich ab wie die Comicserie, nämlich die Teenage Mutant Ninja Turtles, die werden von Meister Splinter in der Kunst des Karate und Ninjutsu halt trainiert und treffen auch relativ schnell auf die junge Reporterin April O'Neil. Und ja, gemeinsam kämpfen sie halt immer wieder gegen ihre beiden Erzfeinde, Shredder und Krang. Shredder ist der Erzfeind der Turtles und er ist auch gleichzeitig ein alter Rivale von Meister Splinter. Übrigens, der eigentliche Name von Shredder lautet Orokosaki. Der war damals ein Rivale von Splinter. Und nun ist er halt der Anführer des Foot Clans. Und er selber ist auch ein Handlanger, nämlich von Krang. Krang ist ein außerirdisches Gehirn aus der Dimension X. Und ja, sowohl Shredder als auch Krang, die wollen gern die Weltherrschaft an sich reißen. Und überlegen sich immer wieder neue, fiese und gemeine Pläne, wie sie halt die Turtles besiegen können. Entweder wird April entführt oder manchmal wird auch Splinter entführt. Oder Shredder und Krang, die wollen irgendwas zerstören. Also die lassen sich jedes Mal neue Pläne einfallen. Aber die Turtles kämpfen immer wieder gegen die beiden und auch gegen ihre beiden, ja, da sind ja auch noch die beiden anderen Handlanger von Shredder, das sind Bebop und Rocksteady. Also das Wildschwein und das Nashorn. Ich glaube, Bebop ist das Schwein und Rocksteady ist das Nashorn. Ich kann mich aber auch irren. Jedenfalls in dieser Serie, da gibt es noch so viele andere geile Bösewichte, auf die sie treffen. Nicht nur Shredder und Krang, du hast auch noch hier Baxter Stockman, du hast den Rattenkönig, du hast Leatherhead und du hattest auch Bösewichter, die nur für eine einzige Folge mit dabei waren und danach sind die nie wieder aufgetaucht. Und von Teenage Mutant Ninja Turtles, also die Serie lief von 1987 bis 1996 und umfasst sage und schreibe 10 Staffeln. Obwohl man sagen muss, die 8., 9. und 10. Staffel, die unterscheidet sich schon ganz gewaltig von den vorherigen Staffeln. Erst einmal das Setting war düsterer, das Titellied mit Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Das wurde ausgetauscht durch irgend so einen Techno-Quark. Und das Allergravierendste war, Shredder und Krang waren nicht mehr die Hauptgegner. Stattdessen bekamen wir Titanus, das war so ein riesiger, fetter Mutantenklops, der Anführer von so einer Mutantenmeute war. Und der andere Bösewicht, den ich deutlich besser fand, das war Lord Drak, so ein außerirdischer Imperator, der halt die Weltherrschaft wollte. Und er hat die Menschen auf der Erde so manipuliert, dass sie halt denken, die Turtles sind die Bösen und nicht dieser Lord Drak. An sich ist Lord Drak auch ein ziemlich toller Bösewicht, nur schade, dass er halt so spät eingeführt wurde, dass sich heutzutage fast kein Schwein mehr an den erinnert. Aber reden wir doch mal ganz kurz über die Turtles allgemein, über den Charakter. Also,
Also wie gesagt, es sind vier Turtles. Und ich zeige das mal anhand dieser coolen Figuren, die ich ja vorhin schon gezeigt habe. Also du hast einmal Michelangelo. Das ist der mit den Orangenen, mit seinen Nunchucks. Er ist so der Spaßvogel und der Scherzkeks in der Gruppe. Dann hast du Donatello, der halt so der Kluge ist. Er ist so der intelligente Tüftler, der immer coole Erfindungen macht, mit denen die Turtles am Ende irgendwie immer gewinnen. Dann hast du Raphael, der Rebell und Hitzkopf der Truppe, der sich auch gerne immer mit Leonardo zankt. Und dann, wo ich ihn gerade angesprochen habe, meinen absoluten Lieblingsturtle Leonardo mit den Katanas. Ja, Leonardo ist deshalb mein Lieblingscharakter, weil er ist der Anführer der Gruppe, der pflichtbewusste Anführer. Und er hat die blauen Bandanas und meine Lieblingsfarbe ist ja auch blau. Ich mag die Farbe blau wirklich sehr gerne. Und ich mag auch Schwerter sehr, sehr gerne. Und Leonardo ist der mit den Katanas, also hatte er keine Wahl, als mein absoluter Lieblingsturtle zu werden. Übrigens wurden die Teenage Mutant Ninja Turtles nach vier italienischen Malern und Künstlern der Renaissance benannt. Und da ich mir die Namen, zumindest die meisten, nicht merken konnte, habe ich mir hier diesen schlauen Zettel hier geschrieben. Also Leonardo wurde benannt natürlich nach Leonardo da Vinci. Michelangelo wurde benannt nach Michelangelo Buonarroti. Raphael wurde benannt nach Raffaello Sanzio. Und Donatello wurde benannt nach Donato di Niccolo di Beto Bardi. Oder auch schlicht und einfach Donatello benannt. Und falls ich jetzt diese italienischen Namen falsch ausgesprochen habe, dann entschuldigt mich, aber ich spreche nun mal kein Italienisch. Ich esse es halt nur. Und wie ihr schon gesehen habt, bin ich ein ganz, ganz großer Turtles-Fan. Ich habe nicht nur hier diese supergeilen Spielzeugfiguren von Playmate. Na, hier zeige ich die anderen auch noch mal kurz in die Kamera. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Natürlich habe ich auch einige der Filme. Zum Beispiel den allerersten Ninja Turtles Realfilm, der meiner Meinung nach immer noch der beste von den ganzen Turtles Kinoverfilmungen ist. Ich habe Turtles 2, der auch ganz cool ist. Ich habe Turtles 3. Und dann habe ich hier noch diese beiden Teenage Mutant Ninja Turtles Filme von Michael Bay, wo auch hier Megan Fox mit dabei ist. Den Film habe ich letztens sogar mal wieder geguckt und ich finde ihn gar nicht mehr so schlecht, wie immer alle sagen. Also ja, Megan Fox ist zwar jetzt nicht die beste Schauspielerin, aber ich finde sie als Schauspielerin immer noch besser als eine gewisse andere Schauspielerin, die in so komischen Vampir-Glitzer-Filmen mitgemacht hat. Na, ihr wisst schon, wen ich meine. Kristen Stewart. Und dann habe ich noch diesen coolen Film, nämlich Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Also ein Crossover mit Batman. Und dieser Film ist ziemlich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass ein Film Batman und mit Turtles zusammen funktionieren kann, das hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn, wie gut dieser Film ist. Und natürlich gibt es auch so einige Videospiele mit den Turtles. Ich selber besitze Turtles in Time für Super Nintendo. Ich besitze Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters für Super Nintendo. Das ist eigentlich nur ein Street Fighter 2 Klon. Und für den klassischen Game Boy besitze ich
Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan. Was auch ziemlich geil ist. Und dann besitze ich natürlich auch noch, das kann ich jetzt leider nicht in die Kamera halten, weil ich es nur digital besitze, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Für sämtliche moderne Konsolen, die es heutzutage gibt. Ich selber habe die Switch-Version. Und ich persönlich finde Shredder's Revenge besser als Turtles in Time. Für viele Leute ist das da das beste Turtles-Spiel aller Zeiten. Das war es für mich auch lange Zeit, aber naja, Shredder's Revenge ist einfach besser. Ja, und was die anderen Turtles-Serien angeht, zu denen kann ich nicht allzu viel sagen. Ich weiß, es gibt die Serie von 2003, wo die Turtles, wo die Serie sieht so anime-mäßig aus. Aber die habe ich nie wirklich oft geguckt. Die 2011er Serie, diese CGI-Serie von Nickelodeon, die habe ich hin und wieder geguckt, bin aber kein Fan von diesem ganzen CGI-Zeug. Dann gibt es Teenage Mutant Ninja Turtles von 2018, auch bekannt als Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Und diese Serie mag ich auch nicht besonders, auch weil mir viele Sachen an der Serie nicht gefallen, wie zum Beispiel, dass Raphael ein Anabolika-Problem hat und so ein Dreck. Und ja, letztens war ich auch im Kino und habe mir den allerneuesten Turtles-Film angeguckt, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Und der wurde von Seth Rogen gemacht. Und ja, was ich von diesem Film halte, das werdet ihr demnächst in einem separaten Video erfahren, weil ich plane nämlich demnächst auch ein Video speziell über diesen neuen Turtles-Film zu machen, was ich von diesem Film halte und so weiter und so fort. Jedenfalls, ihr habt gesehen, ich bin ein absoluter Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Es ist übrigens verdammt anstrengend, die ganze Zeit immer Teenage Mutant Ninja Turtles zu sagen. Jedenfalls, diese Serie ist meine absolute Lieblings-Cartoon-Serie überhaupt. Auch eine von den Serien, die ich mir noch unbedingt irgendwie, weiß der Teufel wie, auf DVD besorgen muss. Und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt würde mich natürlich wieder mal brennend interessieren, was haltet ihr denn so von den Teenage Mutant Ninja Turtles? Seid ihr genauso ein großer Fan wie ich? Habt ihr vielleicht auch die 87er Original-Turtles-Serie gesehen? Oder seid ihr vielleicht eher mit den neueren Serien aufgewachsen? Das könnt ihr mir ja alles unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, abonniert mich, wenn euch meine Videos gefallen. Und über einen klitzekleinen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, ich sag jetzt einfach mal, euer Pani Panik sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Cowabunga Dudes!